Oh, es sieht auch interessant aus. Sehr nebelig. Auch wieder geile Atmosphäre. Oh, der Kleine schläft. Das ist gut. Lukas? Ja? Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Macula regte sich in Hugos Blut. Aber was wird sie mit ihm tun? Für die Macula gibt es weder Gut noch Böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein, ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Ich würde eher sagen, das ist ein ganz großer Aberglaube damals gewesen. Hugo, wach auf. Komm, Hugo, ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ombrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, okay. Das sind nur die Frösche, Hugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Kommt her, Fröschlein, es sind so viele. Fröschlein. Fröschlein ist auch gut. Sieht mal, ist dir nicht kalt? Überall. Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint es nichts auszumachen. Tapp. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja. Hey, aber er sollte näher bei uns bleiben. Ist ja auch schön, dass wir mal am Hellen, also nicht immer im Dunkeln vor den Ratten weglaufen. Haps, haps, haps. Hugo, wo willst du hin? Jetzt läuft er mal wieder irgendwo hin, wo er nicht hin soll. Das geht doch wieder nicht gut aus. Hugo! Hey, seht mal, ich bin ein Ritter! Ein englischer Schild. Ui. Wo hast du den her? Der lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Ah, Spielverderberin! Los, weiter! Riechst du das? Wie das stinkt. Ja, fürchterlich. Oh, der Kleine ist schon wieder sauer und rennt weg. Das, oh Mann, das ist so Mist. Ich kann aber nicht schneller laufen. Amicia, Lukas, kommt schnell her. Oh. Alter Schwede. Das ist ja ein übles Schlachtfeld. Überquere das Schlachtfeld. Oh mein Gott. Amicia, müssen wir über sie drüber laufen? Ja, Hugo. Wir haben keine Wahl. Ob wir ihnen wehtun? Geh einfach weiter, Hugo. Los. Oh. Es gibt schönere Momente. Wir sollten nicht hier sein. Oh, dieser Gestank. Kaum auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt. Das Pferd. Lukas? Oh nein, die Ratten. Bleib weg von ihnen. Amicia, sie sind überall. Hunderte von ihnen. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, und jetzt?
Ah, okay. Scheiße, davon habe ich nichts mehr. Dann brauchen wir irgendwie Stöcker. Oder müssen wir woanders lang? Ja, da sind auch überall Ratten. Gibt's doch nicht. Mann, Mann, Mann. Wir brauchen auf jeden Fall eine Möglichkeit, hier die Fackel zu entzünden. Davon haben wir nichts mehr. Steine. Gibt es denn irgendwas, was ich irgendwie bewerfen kann oder so? Ne. Oh Mann. Tja, das ist ja eine blöde Stelle da. Das Pferd. Lukas? Ich weiß es nicht. Schwefel. Ah, hier können wir es ja herstellen, oder? Ne, nicht genug Material. So, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie Material sammeln, dass wir dann diese Glut da anzünden können. Nur Alkohol. Okay, wir suchen jetzt hier erstmal. Irgendwie anscheinend ja überall ein bisschen Materialien. Hier irgendwas machen. Ja, ich gucke mal. Ah, wir können es jetzt herstellen. Super, das müsste ausreichen. So, dann können wir eigentlich wieder zurück. Dann müssen wir nur mal. Genau. Da hinten war ja so ein Feuer. Eine Glut und genau, es muss hier links irgendwo sein. Und wenn wir die Glut anzünden, dann müssen die Ratten. Ah, super. Geht doch. Okay. Los, lauf! Okay, super, hier können wir an den Fackeln entlang. Leute, das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Oh nein! Wahrscheinlich um zu überleben. Genau wie wir.
Oh, Glück gehabt. War aber knapp. So kommen wir hier nicht durch. Wir brauchen Feuer. Ja, gut. Er hat gut reden. Amicia, da unten liegen Holzstöcke herum, aber die Ratten sind überall. Okay, hier können wir was bewegen. Kannst du mir helfen? Ja, gewiss. Na. Ich hätte nicht gedacht, dass... Kannst du mir zur Hand gehen? Gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Hugo, hör zu, du musst das erledigen. Aber ich kann nicht. Da sind überall Ratten. Wir müssen uns einen Weg hindurchbahnen. Alles ist gut. Geh jetzt. Ja, ja. Sei vorsichtig. Erinnerst du dich an die Windmühle? Der Arm des Trebuchets sieht brennbar aus. Stimmt. Ich versuche, ihn mit dem Ignifer in Brand zu setzen. Ja, das wäre gut. Ah, super. Kannst du bitte mit Hand anlegen? In Ordnung. So, jetzt müsste es funktionieren. Denkst du, du kriegst das hin? Na gut. Ja, ich hab's geschafft. Gut, jetzt komm zurück. Hier, bitte. Oh, danke, danke, oh, Kleiner. Meine Arme, sie sind wie gelähmt. Gut gemacht, ihr beiden. Duckt euch ins Gras, schnell, er darf uns nicht sehen. Amicia, seine Laterne. Ich... Alles klar. Er kommt. Hey, was habe ich da gerade gesehen? Oh nein, er hätte nicht kommen sollen. Oh nein, Alter. Übel, warum wirft er denn gleich? Ist er bekloppt? Ich hab den auch gar nichts getan. Hey, was war das? Wer ist da? Duckt euch ins Gras, schnell, er darf uns nicht sehen. Amicia, seine Laterne. Ich. Alles klar. Oh Gott, das ist furchtbar. Aber es hat funktioniert. Zu viele Ratten. Wir sitzen fest. So. Okay, kann ich noch was herstellen? Ja. Das ist gut. So, dann können wir auch wieder was werfen. In den Turm. Da ist Licht. Ja, da brauchen wir wieder Steine. Immer leider, wenn das nicht die verdammten Langfinger sind. Ja. Gucken wir mal, ob wir hier was verbessern können. Leider nicht. Okay, aber ich glaube, wir sollten ja auch... Ach, hier können wir gar nicht hoch.
Okay. Dann gehen wir mal hier rüber. Ich glaube, da können wir was anzünden. Oh nein, Soldaten! Ja. Komm an. Gut gemacht. Wir müssen schieben. Ich helfe mit. Pass auf, verbrenn dich nicht. So, hier können wir wieder schieben. Stecken im Schlamm fest. Wir müssen ihn stehen lassen. Kommt mit. Was zur Hölle machst du denn? Halt ihn fest. Ist ja widerlich. Komm schon, ich will bloß an seine Zähne ran. Schon klar, aber... Was? Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Ja, Sch, wir finden eine Lösung. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich allein gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Ich hab sie. Hab sie gefunden. Scheiße. Ich habe echt gedacht, so seine Fackel kann man auch ausschießen, aber das war wohl ein Satz mit X. Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Sch, wir finden eine Lösung. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Verfluchten Drecksviecher! Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Wartet hier, ich mach schnell! Nun denn! Was? Nein, das ist was Größeres. Oh Mann. So funktioniert das nicht. Wartet hier, ich bin gleich wieder da. Na gut, wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Sch, wir finden eine Lösung. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Ach, diese verfluchten Drecksviecher! Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Ach, endlich! Verdammt! Und dafür die ganze Mühe? Sch, schon gut. Was du bist verschwunden! Muss ich mir noch überlegen. Los, los! Ich folge dir! Muss geduckt bleiben, nicht, dass die Soldaten noch kommen. Das würde jetzt ja noch fehlen. Komm, kletter hoch. Ja. Ah, super. Tja, und jetzt?
Ah. Was für was so eine Steinschleuder alles gut ist. Die haben ja Stöcke im Bauch. Zieh nicht hin. Versuch alles um dich herum zu ignorieren, Hugo. Hilfe! Leute, los, rein da, schnell! Okay. Amicia, er sitzt in der Falle. Psst, wir müssen weiter. Das wurde aber auch Zeit. Oh nein. Hey, was treibt ihr da? Tut mir leid. Stehen bleiben. Aber wir müssen hier raus. Amicia. Lasst mich nicht zurück. Hier entlang. Komm. Oh, oh, oh. Übel, übel. Da verschlägst mir glatt die Sprache. Oh nein, die Fackel. Wir müssen ohne sie weiter, Amicia. Da, ein Soldat. Er versperrt uns den Weg. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Verdammt. Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das. Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnum, du wirst schon sehen, du musst es vermischen. Okay. Dann bauen wir uns mal ein bisschen Somnum, ne? Etwa so? Perfekt. Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst? Lukas, gut, ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich hoffe, dass ich jetzt weiß, was ich tue. Was hab ich, Spion? Amicia, Amicia, antworte doch! Oh, Alter. Schläft er? Ja. Mein Herz. Für eine Weile. Ja, alles klar. Dann wechseln wir jetzt hier wieder. Super. Und zünden wir oben die Fackel an. Noch eine Maschine. Die sieht ein wenig anders aus. Du kannst deine Gefährten bitte mit bestimmten Objekten zu interagieren. Eine Kuh drückst, sobald ein Symbol angezeigt wird, okay. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. So sollte es gehen. Ich lasse los. Achtung! Kannst du das übernehmen? Nun denn. Und alles so Schönes findet. Denkst du kriegst das hin? Ich kann nicht. Das musst du machen. Ja. Hör bitte auf. Unverzüglich. Kannst du das übernehmen? Nein, ich kann nicht. Ach, ich muss ja erstmal anzünden. Du kriegst das hin? Das sieht doch schon ganz anders aus. Jetzt ist das Feuer an. Los, Hugo, genau so. Jo, danke. Das musst du machen.
los, Hugo. Genau so. Ah! Schaffst du das? Wird gemacht. Kannst du das übernehmen? Hugo, genau so. Denkst du, du kriegst das hin? Ja. So. Jetzt können wir da... Okay, super. Ja, genau. Jetzt können wir hier durch. Genau zu den Fackeln. Ihr habt's geschafft. Da können wir uns bei Hugo bedanken. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ich auch. Na los, gehen wir. Meine Güte. Oh. Rückgestürzt sein. Gehen wir uns. Aquädukt. So. Nicht genug Material. Sollte erstmal reichen. Macht euch bereit, wir müssen im Licht bleiben. Der Karren ist mit einer Kette festgemacht. Super. Wir halten ihn nicht auf? Nein, lauf! Ja, einfach hinterher. Das geht mir aber nicht. Aber es funktioniert doch. Na gut, es hat funktioniert. Soldat! Steine. Ja, Tote. Okay. Aber sie brennen. Sie nicht hinbekommen. Hier sind wir im Licht. Aber das reicht immer noch nicht.
Einstellung, ne? Irgendwo müssen wir jetzt hier noch hinschießen, damit. Oder hinwerfen. Oder? Ah, alles klar. So. Genau, da sind nämlich Stöcker. Genau, damit kommen wir dann dahin. Oh, Alter, die Ratten sind ja wirklich hier überall. So. Jetzt können wir wieder eine anzünden. Ich glaube, wir gehen wieder zurück und nehmen uns nochmal einen anderen Stock, probieren es nochmal. Ja. Nee, das müssen wir nochmal probieren. Nee, da können wir nicht lang gehen. Da können wir hier einfach rüber. Ich helfe dir hoch. Ich kann nicht. Amicia. Oh, er kriegt wieder Kopfschmerzen. Was ist denn? Mein Kopf. Die Makula. Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo? Hugo. Denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihnen nachgelaufen. Na los, wir suchen noch mehr von ihnen. Ja, wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Oh, eine gute Strategie gewesen. So. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Leute! Was war das? Mal sehen. Oh, aufgepasst! Da ist jemand! Na, scheiße. Naja, und nochmal. Schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Nur Mut, Leute. Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt! Kaien gehört uns!
hat das für ein Geräusch? Okay, sehr gut. Hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Amicia, ich bin so müde. Siehst du, da sind schon wieder Bäume. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Na endlich. Weiter. Langsam. Na gut, kein Mucks. Okay, tapfer, Kleiner. So. Wo kommt ihr denn her? Seid ihr allein? Achtung! Sag schon, Drecksack! Es ist meine Schwester, Bastard! Jetzt lasst uns gehen! Ihr werdet uns auch nie wiedersehen, versprochen! Sicher nicht. Hey, und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Hey! Jetzt! Soldaten, ihr gebt mir Schwierigkeiten! Lass uns abhauen! Oh, Glück gehabt. Folgen wir ihnen! Da! Da! Sie fliehen! Hugo! Oh nein! Ah, Scheiße. Oh, so blöd geendet.